Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit Thomas Compagno. Und Andrea Meier. Man hört, es glöckelt. Wir sind umgeben von Geissen auf der ältesten Alp vom Kanton Graubünden. Das ist die Alp Buzzetta. Da wird Geisskäse produziert. Der verschleierte Himmel und die kräftigen Farben in den Wäldern machen die Wanderung in der Suselva zu einem besonderen Genuss. Unser Ziel ist ein bisschen speziell. Heute lernst du, wie man Geissen malt. Gell? Ja, ich glaube, ich lerne heute vor allem, wie man Geisskäse isst. Und plötzlich zeigt sich auch schon die Hütte der Sennerin. Sarah Obrecht lebt hier oben auf der Alp Buzzetta über den ganzen Sommer mit rund 300 Geissen und macht Käse. Den Käse probieren wir gern, auch wenn wir im Moment noch keine Geissen sehen. Sie sind noch viel weiter oben, dort, wo es besonders schöne Futterplätze gibt. Sarah, ihr Job ist hart. Jeden Tag werden rund 200 Geissen gemolken. Trotzdem fällt es ihr immer wieder schwer, Ende Sommer von der Alp oben runter zu gehen. Wir brechen auf in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch die Geissen antreffen. Weil sie wandern, zusammen mit den Hütern, kann man nie so genau sagen, wo sie gerade sind. Wir laufen durchs Val da Gauras. Weil es immer ein bisschen regnet, ist es feucht und die Natur zeigt sich uns in einem satten, frischen Grün. Plötzlich hören wir es aber glöckeln und da sind sie auch schon, die Geissen von der Alp Buzzetta. Von den Sennerin wissen wir, dass man nur langsam dürfen durch die Geissengruppe durchlaufen. Da sind sich die Menschen nicht so gewohnt und dürfen beim Fressen nicht gestört werden. Die Geissen müssen aber schon bald zurückkehren und auch wir machen uns auf den Wanderweg. Weil die Wege da zeitweise eng werden und auch ausgesetzt sind, müssen wir uns recht konzentrieren. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit ist wichtig. Darum müssen auch wir die Kamera zeitweise in den Rucksack einpacken, weil wir beide Hände brauchen. Das Ziel Guralia liegt schon vor unseren Augen. Und während dem Abstieg kommen wir plötzlich auf einen sehr idyllischen Weg. Er nennt sich Weg der Sinne. Wir machen alle unsere Sinne auf, vielleicht fast ein bisschen zu fest, weil unterdessen ist es nämlich immer feuchter geworden und man muss aufpassen, dass man nicht über Wurzeln stürchelt oder ausschlüpft. Also wir sind auf dem Wanderweg der Sinne. Thomas, du erzählst mir nachher, was sinnlich ist da dran. Du musst jetzt gut hören, schmücken. Okay. Einfach mit allen deinen Sinnen offen durch den Weg da gehen. Ja, alles. Einfach nicht nur stürcheln. Thomas, das wäre dann unsinnlich. Es ist ein bisschen schlieferig im Moment. Es hat ein bisschen geregnet. Oh! Gott straft sofort. Okay, das war sehr unsinnlich, aber wir gehen jetzt weiter auf dem sinnlichen Weg. Vor uns liegt das Benediktinerkloster Disentis. Die Abtei ist gegen das 7. Jahrhundert nach Christus gegründet worden. Sie wäre sicher ein Besuch wert, aber wir wollen weiter nach Sedrun.
Die Wanderung ist anders als die gestern ganz einfache und führt uns durch viele Bergdörfli. Oberhalb von uns liegt das Val Senyas und dadurch fließt der gleichnamige Bach, der von einer eindrücklichen Natur- und Pflanzenwelt umgeben ist. Unterhalb von uns hören wir das Bahngleis, ein Zeichen, dass der Drun nicht mehr weit weg ist. Die Wege sind aber gut eingebettet und von vielen Tannen und Bäumen umgeben. Es ist ein Wanderweg, den man auch im Winter gut machen kann. Kurz vor Sedrun laufen wir noch über das Walbuknei-Viadukt. Ein eindrückliches Bauwerk und einen schönen Abschluss von einer kurzweiligen Wanderung.